Guten Morgen, neuer Tag, neues Glück. Hier, da seht ihr, der Kollege ist gepackt und es wird Zeit, dass wir jetzt mal ein paar Tage irgendwo stehen bleiben, weil jeden Tag einen auspacken ist irgendwie nicht so ganz entspannt. Ja, wir haben hier geschlafen beim Kinderspielplatz in der Nähe eines Dorfes. Ihr habt ja im Video schon gesehen, dass wir da gestern auf so einer griechischen Feier waren. Es gab wohl irgendwie Nationales, etwas Traditionelles zu feiern. Es war bis heute Morgen um 5:30 haben die Party gemacht. Da könnt ihr das Dorf nochmal sehen, da genau. Und ja, wir haben wenig geschlafen, aber sehr gut geschlafen. Fazit zur ersten Offroad-Tour, zur ersten echten, alleine durchgeführten Offroad-Tour. Ja, war super. Ne? Das waren die ersten paar Kilometer, waren angespannt. Aber der Jeep ist voll geladen mit Allrad. Mit Allradeinstellung hat er das richtig souverän gemacht. Es gab so ein paar Stellen, die waren sehr tricky. Da war der Weg sehr schmal und es ging wirklich dann richtig steil runter. Also da heißt es auch wirklich aufpassen. Aufpassen und nicht ablenken lassen, nicht filmen oder irgendwelche anderen Spektakel machen, sondern idealerweise fährt man das nicht alleine, hat einen Beifahrer dabei. Und idealerweise, glaube ich, ist es noch besser, wenn man so einen Buddy hat mit dem zweiten Auto. Ja? Weil da kann man auch mal hier und da eine Tour fahren, die vielleicht so ein bisschen anspruchsvoll ist. Die erste war gut, das war Schotter, das war Flussbett, das war teilweise ausgewaschene Fahrrillen mitten in den Bergen, über 2000 Meter hoch. Ihr habt es ja gesehen vorhin im Video. Und auch meine Beifahrerin Maria war ganz entspannt. Oder sagen wir mal so, fast entspannt. Klar, wenn man das nicht kennt, sie ist auch mal ein Stück gefahren. Das hat richtig Spaß gemacht. So, ansonsten sage ich Bye-Bye. Griechenland hier im Inland, wir fahren jetzt an die Küste. Haben wir noch genau eine Woche. Nächste Woche Sonntag, Montag geht es dann wieder Richtung Heimat. Haben wir 5-6 Tage eingeplant. Und dann geht der Alltag wieder los. Voll aufgeladenen Akku, Mindset geklärt und vor allen Dingen auch ein bisschen sich energetisch gereinigt. Das ist natürlich in diesem Umfeld wie hier, könnt ihr euch vorstellen, phänomenal. So, wir düsen los, ihr seid dabei, bleibt dran. So, nachdem wir nun hier diesen coolen Stellplatz verlassen haben und ihr habt es im letzten Video gesehen, auch einen richtig schönen Abend gehabt hatten hier im Dorf, geht die Reise nun Richtung Osten weiter. Wir fahren erstmal vom Berg runter. Ihr könnt hier sehen, alles Schotterpiste, also nicht befestigt. Hier muss man schon ein bisschen aufpassen. So ein paar Wanderer waren unterwegs. Ich glaube, da ist auch so eine Kirche, wo dann viele auch hingepilgert sind. Wir fahren runter und sind hier auf dem Weg Richtung Berg Olymp. Ihr werdet gleich sehen, im weiteren Verlauf des Videos habe ich ein paar coole Aufnahmen mit reingepackt. Ja, wir wollten frühstücken, klar, unterwegs gefunden haben wir was. Ich habe nicht so viel gefilmt, habe ich im Nachhinein festgestellt. Und ich weiß auch gar nicht warum. Trotzdem habe ich ja einfach in diesem Video ein paar schöne Bilder zusammengepackt. Es geht halt wirklich vom Berg runter durch die Dörfer. Hier sind wir angehalten, wollten was frühstücken. Aber das war irgendwie alles ein bisschen seltsam. Da saßen nur Männer draußen und so richtig offen hatte nichts. Hier haben wir dann was gefunden und haben da eine Kleinigkeit gefrühstückt im Café und fahren jetzt einfach weiter und genießen die Fahrt auch hier. Ihr seht, das Unwetter ist vorbei, die Sonne scheint, es war wieder warm. Und das Verrückte war auch der Unterschied zwischen dem Berg da oben, dem Bergdorf und dem Tal, also da, wo wir gerade langfahren, ist enorm. Hier gab es irgendwie, ich glaube, ein Pferderennen, da war ein richtiger Volksauflauf. Also die haben da auch, sind da wirklich völlig schmerzfrei. Ne? Das wäre in Deutschland wahrscheinlich wieder eine Strafanzeige gewesen. Hier könnt ihr sehen, wir sind auf Meereshöhe und fahren dann so langsam wieder den Berg hoch. Auch das hier ein sehr, sehr seltener oder gar nicht so seltener Anblick. Eine Ziegenherde mit ein paar ganz coolen Ziegenböcken.
Da sind ein paar coole Viecher, die machen sich überhaupt keinen Stress. Die sind hier mitten auf der Straße und hier heißt auch wirklich aufpassen, um dann nicht irgend so ein Tier anzufahren. Ja, bleibt mal dran, es gibt wirklich noch ein paar coole Sachen zu sehen. So, wir sind auf dem Weg zum nächsten Halt, direkt an der Ostküste, diesmal von Makedonien. Ne? Mhm. Doch bevor wir einchecken, fahren wir zum Olymp. Das heißt, wir fahren hoch auf den Olymp, sind noch 11 Kilometer und es geht massiv nach oben und die ganze Straße liegt voller Scheiße. Voller Schafscheiße oder was ist das? Keine Ahnung. Ja. Ich glaube eher Ziegen. Ziegen, glaube ich. Ne? 30 Grad haben wir hier draußen, wird ein bisschen kühler oben in den Bergen. Und ihr könnt sehen hier, das ist schon ziemlich eng. Und das Interessante ist, schon die ganze Fahrt heute, ist gar nicht viel los. Heute ist zwar Sonntag, keine Touribusse, irgend sowas. Wer weiß, wo man das liegt. Also, Olympus, Olympia, so rum was, ne? Nee, Olymp. 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 Wie soll ich nennen das? Es sind viele Olympias hier. Wir schauen mal. Der Berg der Götter. Ja genau, wir schauen mal, ob Maria da mitkommen darf. Ob ich einen Gott finde, meinst du? Ob sie da bleiben muss, aber ich weiß noch nicht. Also ich muss mal gucken, wenn ich allein weiterfahre, was ich da mache. Ich weiß ja nicht so richtig. Aber ich denke, da werde ich erstmal mir eine Ziege kaufen. Nein, Spaß beiseite. Ich muss viel aufpassen, die Straße ist ziemlich tricky. Mir fehlt oben ein bisschen was. Und dann könnt ihr sehen, ob es sich lohnt, hier hochzufahren. So, meine Lieben, höher kommen wir auf dieser Tour garantiert nicht. Wir sind nämlich fast oben auf dem Olymp, den besonderen Berg, da wo die griechischen Götter wohnen sollen. Und man sagt ja den Göttern so eine ganze Menge nach. Also wenn man sich diese griechische Mythologie mal anschaut. Ja, hier sollen die wohnen oder haben gewohnt oder wie auch immer. Wir sind hochgefahren. Hier oben sind knapp 20 Grad. Es ist relativ frisch. Ich habe gerade so nette Leutchen aus der Ukraine kennengelernt. Die sind hier auch hochgefahren. Und da oben ist wohl, da können wir nicht durch. Da ist ein Armeegelände. Da oben sind kleine Häuschen. Ich dachte, man könnte vielleicht das da oben mieten, so als Ferienwohnung. Nee, ist nicht. Da steht der Kollege, der ist wirklich, also ohne Wenn und Aber, die ganze Tour schon, fast 3.500 Kilometer ohne Stress läuft er. Ja, was soll ich sagen? Wir sind hier hochgefahren, es war nicht geplant. Wir sind einfach losgefahren und dachten, Mensch, was haben wir denn auf dem Weg zur Küste? Noch Schönes zum Anschauen. Und da war der Olymp. Also, wir bleiben jetzt mal hier, gucken, ob wir ein paar ruhige Minuten erwischen, um so ein bisschen das Ganze mal so von der Atmosphäre, von der Energie, von der Mythologie, vielleicht von der Spiritualität gut aufzunehmen, gute Energie zu tanken und für euch mit nach Hause zu nehmen, um dann einen großen Teil an euch abzugeben. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu den Göttern selber. Also wenn man sich mit dieser griechischen Mythologie beschäftigt, dann ist es doch manchmal echt zum Schmunzeln. Wer? Guck mal da. Da ist sie. Da. Eine YouTuberin, glaube ich, da, ne? Ist das eine YouTuber? Wo denn da? Na, die da. Nein, zurück zu den Göttern. Also die Storys und die Geschichten über die Götter sind ja schon faszinierend. Und man hört immer wieder auf dem Olymp, da haben die gewohnt, der Poseidon, der Gott des Wassers, in Italien sagt man wohl Neptun, Helene.
und all die anderen Experten, ich glaube, Maria könnte sie alle aufzählen, ich weiß jetzt nicht, spontan auswendig, was die schon miteinander gemacht haben, wer es mit wem getrieben hat und wer wen irgendwie sich an wen rächen wollte und so weiter und so fort. Da muss ich immer schmunzeln, welche blühende Fantasie die Menschen doch hatten. Und muss manchmal auch so mit dem traurigen Auge dran denken, wie das heute so funktioniert, weil wir heute auch ja ganz oft in unserer Zeit einfach verarscht werden. Ja, ist so. Wir werden verarscht, wenn wir nicht aufpassen und hinter die Fassade schauen, hinter die Kulisse schauen. Passiert uns das auch, wie die Leute, den Leuten im Mittelalter, den Leuten in der Antike und wo auch immer. Aber was soll's? Wenn ihr hier in der Ecke seid, hier oben in Makedonien, Nordmazedonien ist in Mazedonien, ehemaliges Jugoslawien, dann nehmt euch die Zeit und schaut mal, dass ihr zu einer Zeit hier hochfahrt, wo ihr ein bisschen die Chance habt, diese besondere Energie hier oben für euch aufzusaugen. Ja, weil das machst du nicht jeden Tag und das kannst du mitnehmen in deinem Herzen, in deinem Ganzen, in deinen Erinnerungen und vielleicht sogar ein bisschen verankern, indem du ein paar spirituelle Momente erlebst und dann immer wieder, wenn du möchtest, einfach nacherleben kannst. Tja, Tipp von mir an euch. Also, wir sind noch ein bisschen hier, schauen uns die Gegend an und dann geht es Richtung Beach zum nächsten Campground. Und ihr wisst ja, ihr seid auf jeden Fall dabei. So, sind wir schon eine gute Stunde hier oben. Haben gerade ein paar Kollegen aus der Slowakei kennengelernt, aus der Ukraine. Und schaut mal da hinten, das sieht doch wohl abenteuerlich aus. Da kommt ein Unwetter. Haben auch gesehen, da gibt es eine Unwetterwarnung. Wir müssen auch gleich, glaube ich, den Platz hier verlassen. Weil es wittert schon und es regnet da hinten. Was ich noch sagen wollte, bevor ich es vergesse. Der Kollege hat mit den Leuten von der Armee gesprochen. Und man darf hier wohl Hiking, also Wandern gehen. Die wundern sich immer, die Jungs von der Armee, dass wir hier nicht hochgehen, weil die meisten kommen hoch, denken, man darf ja nicht rein und fahren wieder weg. Wir hatten gefragt, man kann da wohl hingehen, kann hier wandern. Man darf nicht im Auto durchfahren, man kann wandern. Okay, haben wir keine Lust zum Wandern. Die Klamotten habe ich zwar dabei, aber irgendwie ist halt am späten Nachmittag. Da müsste man ein bisschen früher kommen. Interessant, was haben wir gelernt? Auch mal fragen. Auch solche Jungs wie von der Army, einfach mal fragen. Die sind nett, die sind hilfsbereit und die Mistviecher hier. Und die helfen auch auf jeden Fall. Okay, also wir packen mal zusammen. Schaut noch mal da. Crazy, crazy, crazy. Hier scheppert es gleich richtig. So, und es war nun wirklich höchste Zeit, dass wir da oben losfahren. Denn ihr werdet es gleich sehen, es gibt ein Unwetter. Und was für ein Unwetter. Und ich kann mir vorstellen, wenn man da oben bleibt, das kann natürlich auch ein bisschen gefährlich werden. Ja, wir fahren runter. Hier ist noch alles trocken. Dahinter könnt ihr sehen, die Wolken zeigen schon deutliche Regenfälle. Und es war wie so ein UFO, so ein Raumschiff, was irgendwie am Berg Olymp festhing und dann wolkenbruchartig sich der Niederschlag über die Erde ergoss. Anfangs als Regen, dann als Sturmregen und letztendlich auch mit Hagel verbunden. Doch schaut euch die Bilder gleich mal an. Es ist wirklich sehr, sehr verrückt. Dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeling this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm gonna be the one.
I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'm a swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise with hate on. So, jetzt haben wir noch einmal Glück gehabt, denn hier scheint ein halber Baum auf die Straße gestürzt zu sein. Ihr könnt sehen, es hagelt noch immer und da hinten hängen die Gewitterwolken fest. Wir fahren jetzt raus aus dem Gewittergebiet. Gleich wird es ein bisschen sonnig, gleich fahren wir noch mal kurz durch und dann geht's Richtung Osten, Richtung Thessaloniki. Ja, in diesem Video haben wir euch mitgenommen. Einmal eine Reise hoch auf den Berg Olymp. Wenn ihr hier in der Ecke zu tun habt, unterwegs seid, fahrt da mal hoch. Ja, fahrt da mal hoch. Ihr könnt da oben auch, wo das abgesperrt war, wandern gehen. Ist zwar ein militärisches Gebiet, trotzdem könnt ihr da wandern. Also das ist möglich, das wusste ich auch nicht. Auch wenn man dann der Karte folgt, ist man dann oftmals überrascht, weil es da oben einfach nicht weitergeht. Zu Fuß gibt es eine Möglichkeit. Ja. Da könnt ihr sehen, die Kühe haben sich instinktiv auch ein bisschen versteckt. Auch für die Tiere sicherlich eine große Aufgabe oder eine große Herausforderung, da in den Bergen zurechtzukommen. Wobei, die scheinen es gewohnt zu sein. Und ihr seht gleich hier, die eine Lady ist so entspannt, die scheißt mal eben auf die Straße. Tja, dann kann es den Tieren ja gar nicht schlecht gehen. Ja, ich sag schon mal vielen lieben Dank für euch, euer Dabeisein. Wir fahren jetzt weiter nach Thessaloniki, nehmen euch dann mit, ein bisschen durch die Stadt und dann geht es weiter Richtung Drei Finger. Ich freue mich und für euch wird es spannend, also bleibt dran, denkt dran, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann verpasst ihr auch keines der Videos mehr. Μπορείτε να πάτε έξι ευρώ, ή να πάτε όλα όσο πάτε στο ΕΑ, να πάτε στάσεις. Και εμείς θα το γράφει και εδώ πέρα μέσα. Μπορείτε να... It's okay.